Hallo ihr Lieben, ich grüße euch recht herzlich zu eurer Wochenbotschaft. Es geht vom 8.7. auf den 14.7. Diese Woche schauen wir uns an und da bin ich schon sehr neugierig drauf, was sich in dieser Woche so zeigen wird bei uns. Und falls du mich noch nicht kennst, mein Name ist Karin Sophie und freue mich sehr, wenn du meinen YouTube-Kanal abonnierst, teilst, likest und kommentierst. Und wir fangen jetzt an, würde ich sagen. Es geht um Geld oder nimm die Zeichen des Geldes wahr. Oder die Form des Geldes wird sich verändern. In dieser Woche wird es irgendetwas geben, wo du vielleicht ein bisschen mehr Augenmerk auf das Thema Geld richten darfst. Aber wir haben die Glücksdesklee und die Königin der Münzen bekommen. Das heißt, du brauchst dir mal überhaupt keine Gedanken machen. Es kann auch sein, dass du irgendwelche Gelder erhalten wirst oder das Finanzielle stockt auf. Das heißt, du wirst finanziell mehr bekommen in dieser Woche. So, um was geht es vom 8. bis zum 14., meine Lieben? Vom 8. bis zum 14. Ich höre schon Erfolg, neue Türen, visualisieren, Schlüssel. Schlüsselerlebnisse, Aha-Erlebnisse, Aha-Momente, vielleicht, aha, es geht leichter, als du denkst. Es geht um eine neue Wohnung, um ein neues Zuhause. Also es geht darum, dass du hier, vielleicht eine neue Selbstständigkeit, Immobilien, vielleicht wagst du dich in die Welt der Immobilien. Oder, wenn das nicht der Fall ist, dann geht es nicht nur um Immobilien, sondern du kriegst einen Schlüssel, wie du von zu Hause aus leichter wirtschaften kannst, beziehungsweise dass dir mehr Geld zur Verfügung steht. Irgendetwas machst du von zu Hause aus, was zwar ein bisschen in die Selbstständigkeit geht, wo du eben finanziell unterstützt wirst. Und da reicht dir das Universum den Schlüssel mit dem Ring. Und da öffnet sich ein neues Tor für dich, ein neues Fenster. Und vor allem, du kommst in die Stabilität, denn das Haus und die Fische symbolisieren auch ganz klassisch Stabilität in deinen Finanzen. Okay? Also hier bekommst du Stabilität in deinen Finanzen. Und einen Schlüssel, irgendetwas reicht man dir und das wird Erfolg haben. Ja, das, was du hier kreierst und erschaffen wirst, hat zumindest schon mal finanziell, darum haben wir vielleicht auch die Geldkarte bekommen, ne, da hinten, weil ich gesagt habe, es könnte sein, dass es um finanzielle Themen geht und mit den Königin der Münzen. Also du kannst sehr gut mit deinem Geld haushalten, das gefällt mir auch ganz gut. Was geht es noch in dieser Woche? Um die Öffentlichkeit. Also ja, schneller, der Reiter. Du wirst schneller agieren können, schneller. Vielleicht bist du schneller als die Konkurrenz dieses Mal. Weißt du, es kann auch sein, dass du irgendetwas postest und denkst, ja, das machst du jetzt und das schlägt ein und alle anderen machen es dann hinterher. Ne? So, das kann sein, dass du mal die Schnellere bist von dem Ganzen, weil wir lernen und schauen uns ja immer von anderen Menschen ab. Das ist normal, ne? Das ist menschlich. Aber jetzt bist du mal, jetzt hast du den goldenen Riecher, was gerade die Menschen da draußen vielleicht ja, hören wollen, sehen wollen, was das Herz begehrt. Was das Herz begehrt. Okay, die hat sich auch umgedreht. Ah, die Sonne. Yeah. Das gefällt mir gut, weil da ist auch die Sonne, habe ich gesehen. Wow, ein absolut neuer Vertrag. Ja, ich sehe auch, du kommst finanziell in deine Stabilität, in deine Unabhängigkeit. Mein Gott, ich weiß nicht, was du machst, mein Schatz. Ja, und falls du hier das Gefühl hast, ne, Karin Sophie, ich weiß nicht, aber finanziell, dann kannst du dich sehr gerne an mich wenden und wir schauen finanziell bei dir die Lage an. Ne? Warum, dass das finanziell bei dir so lange auf sich warten hat lassen und ob du in dieser Reisegruppe bist. Weil hier habe ich echt das Gefühl, dass hier ganz viele in dieser Woche zu ganz vielen finanziellen, lukrativen Angeboten kommen, wenn du dir natürlich im Vertrauen bist und in der Sicherheit bist. Und natürlich, wenn du in der Reisegruppe bist. Ne? Aber das müssen wir uns dann halt privat dann anschauen. Aber dein Herz, dein Anker, du arbeitest wirklich für dein absolutes Herz. Ne? So wie ich immer sage, für mich ist es keine Sekunde wie Arbeiten. Bei mir fühlt sich wirklich, egal was ich mache, nie an wie Arbeit.
Und das ist für mich total schön, ne? Also auch meine Reitlehrerin, die gesagt hat, oh mein Gott, du arbeitest in St. Anna, ne? Und begleitest da Familien. Und das ist auch etwas, ne? Das ist etwas, was mir liegt. Ich liebe es. Ich liebe es, Familien zu unterstützen, Kinder wieder einzuführen in die Familien wieder und das, ja, und einfach ihnen viel, viel mehr mitgeben auf den Weg. Und das ist einfach magisch. Und das ist für mich, ja, unbezahlbar. Sowas ist etwas, was, ja, was so wunderschön ist und magisch. Und so soll auch deine Arbeit sein, wundervoll und magisch. Das würde ich mir von ganzem, ganzem Herzen wünschen, dass du da vom Herzen ankommst, dass du den Schlüssel in deinen Händen hältst, sagst, ja, das ist meins, das ist, wow, da geht mein Herz auf, ich liebe es und ich bekomme auch noch finanziell Unterstützung. Ich bekomme das auch, ja, ich bekomme hier Geschenke und so weiter. Das heißt, du öffnest auch das Tor, nicht nur, dass du was gibst, sondern du bekommst doch etwas, ja, und das ist, ja, das ist oft voll schön. So, dann schauen wir weiter. Was kommt denn noch in dieser Woche auf euch zu, in dieser magischen, finanziell lukrativen Woche? Jawohl. Ja, da ist jemand schon neugierig auf das, was du machst. Ja, da ist, oh, Seelenvision. Die Seelenvision öffnet sich bei euch. Ihr wollt echt viele. Wunder. Ja, mich wundert. Ich habe noch gesagt, ich sehe die Woche der Wunder, ne? So. Ja, wieder mal. Ja, das passt sehr, sehr gut dazu. Ja. Vor allem, was mir sehr, sehr gut gefällt, ist, dass du soziale Verantwortung, ne? Also ich habe noch von sozialen Projekten gesprochen bei mir, ne? Also das, was ich auch noch mache. Und das ist auch ein Herzensprojekt. Und da wirst du auch einen Schlüssel dazu bekommen. Das heißt, du wirst in einem sozialen, engagierten Umfeld vielleicht deine Freiheit finden und deine Gerechtigkeit. Also es geht um Verantwortung, um Gerechtigkeit, um Soziales. Vielleicht warst du da immer recht wütend, ne? So, vielleicht warst du wütend auf die Regierung, vielleicht warst du wütend auf die Politiker, vielleicht warst du wütend auf die Menschen, die da oben sitzen und eigentlich nichts weiterbringen, ne? So, vielleicht warst du wütend auf dich selber, weil du da diesen Lichtvertrag noch nicht gesehen hast, ja? Und hier vielleicht warst du auch wütend, weil deine Finanzen gestockt sind. Aber, und jetzt kommt ein riesengroßes Aber, hier verwandelt sich, wenn du das möchtest, Wut zu Licht. Ja? Also hier wandelt sich Wut zu Licht. Das ist das, was ich hier... Und das ist Wunder. So, das ist Wunder. Deine Wut verwandelt sich in Licht. Das heißt, Wut ist ja auch nichts anderes wie Energie. Ihr müsst es das so vorstellen. Also was du in dir trägst, ne? Diese ganzen Programme, diese ganzen, ja, Wut, Zorn, Groll... Das ist nichts anderes wie Energie auch, ne? So, das ist Energie. Nur halt nicht die schönere Art von Energie. Aber das wird jetzt umgewandelt und das ist Wunder. Das fühlt sich für dich wie Wunder an. Herzöffnung, Vergänglichkeiten. Ja, lebe jeden Tag wie ein neues Leben. Ich habe es noch gesagt, ne? Ich mache auch Sterbebegleitung. Und genau da ist es. Das ist, vielleicht schaut euch oder lest mal euch solche Dinge durch, ne? Also was Menschen oder Kinder, was da oft so von ihnen kommt, ja, wenn sie wissen, dass es wirklich nicht mehr lange hier mit diesem physischen Körper verweilen kann, ja. Also bitte macht das vorher, ohne dass ihr dann Reue oder etwas bereut in eurem Leben, okay? Deshalb, ich lebe jeden Tag wie ein neues Leben, okay? Ja, wieder mal die Kristalle. Die Kristalle helfen euch bei eurer Herzöffnung, okay? Also diese Herzöffnung, das ist spannend. Schaut euch die Portaltage an, die ich gedreht habe. Da geht es nämlich auch um genau diese Themen. Und das ist voll magisch. Herzöffnung, ja? Du öffnest dich für dein Herz. Du öffnest dich für die Fülle. Du bist standhaft, du hast einen guten Stand, du hast gute Ideen oder sogar sehr gute Ideen. Jetzt haben wir noch die Wiedergeburt. Wir sprechen ständig, vielleicht schaut euch das Jenseitskontakt an, das ich glaube im Juni, Ende Mai, Anfang Juni gedreht habe. Ich weiß es nicht mehr ganz genau, Anfang Juni vielleicht.
Dann haben wir Neugier und die Einzigartigkeit. Und die Einzigartigkeit findest du nur in deiner Stille. Die Einzigartigkeit, dass dir bewusst bist, ne, dass du einzigartig bist. Und ich habe noch gesagt, ne, ich glaube in den Portaltagen oder so, ja, ich glaube, das war auch so Portaltage, wo ich gesagt, da habe ich gleich gesagt, alle Planeten, ich habe das Gefühl, wie wenn sich alles so näher rücken würde. Ja, die ganzen Planeten rücken jetzt näher zusammen und das fühlt sich einzigartig an. Das, was jetzt passiert, ist einzigartig. Nicht nur du bist einzigartig, sondern die Welt um dich herum ist einzigartig. Ja, und das macht Neugier. Ja, irgendeine Angelegenheit interessiert dich so massiv, dass du dich richtig hineinkniest. Du möchtest unbedingt wissen, wie sich das anfühlt. Du möchtest unbedingt wissen, wie sich das anfühlt, ja, selbstständig zu sein. Du möchtest wissen, wie sich es anfühlt, in einem Haus zu wohnen. Du möchtest wissen, wie es sich anfühlt, wenn dein Herz offen ist. Du möchtest wissen, wie sich es anfühlt, reich zu sein. Reich meine ich alles, ja, reich an von bis, okay? Du willst wissen, wie es sich anfühlt, Lichtkörper zu sein. Du willst wissen, wie es ist, wenn du wütend bist auf etwas und dass sich dann das transformiert und löst. Okay? Du kommst immer mehr in die Sicherheit, was du willst, was du nicht willst, was dir gut tut und nicht gut tut in dieser Woche. Ui. Ja, da überlegt jemand. Du überlegst, überlege nicht zu lange, sagt das Universum, du hast jetzt diese Woche Zeit zu überlegen. Ja, ja, genau, das ist, ich muss es euch zeigen, weil die hat sich auch umgedreht, na spannend. Ja, das hört jetzt auf, diese Trotzphasen, diese Wut, dieser Zorn, dieser Groll, das hört jetzt auf, weil das ist magisch. Hier ist der Magier, die Herrscherin. Das ist vorbei, das ist finito. Das ist etwas, was ihr loslässt. Vielleicht bist du an andere Menschen nicht drangekommen, ja, weil sie noch nicht so weit waren. Oder du selber bist an dir noch nicht drangekommen, wo du sagst, Mensch, ich habe das oft so, wenn Klienten ziemlich lange warten und das ist auch immer gut so, weil ich sage immer, und das sage ich auch in den Videos immer, zuerst probier es selber. Ja, du bist der Meister, die Meisterin deiner selbst. Und wenn du merkst, immer wieder, irgendwie geht es nicht die Nuss auf, okay? Dann kannst du dich sehr gerne an mich wenden, dann schauen wir da hin. Und das ist so ein Fall jetzt, ja? Du merkst irgendetwas, die Nuss knackt noch nicht. Aber du weißt, das möchtest du loslassen. Und das ist eben diese Wut, ne? So dieser Groll, dieses keiner ist da, ja? Dieses dabei... Du checkst du gar nicht, dass da hinten ganz, ganz liebe Lichtwesen sind, die dir den Schirm halten, dass du nicht nass wirst. Ja, das wird dir jetzt bewusst, dass doch Menschen da sind, liebevolle Wesen da sind um dich rundherum und das transformierst du jetzt. Du lässt los auf das, was dir nicht mehr dienlich ist. Wow, wir haben zwei Königinnen, eine Herrscherin, meine Güte, Leute. Oh, die 10 der Münzen auch noch. Die Mäßigkeit, der Page, der Magier, der Herrscherin, die Sterne. Und das ist etwas mit den 5 der Scheiben, die 5 der Münzen. Dir ist es nicht bewusst, wie du Fülle bist. Du glaubst, dass du im Mangel bist. Und dabei bist du in der größten Überfülle überhaupt. Warum sage ich das? Ich rede jetzt nicht vom Außen, die Überfülle. Das kann schon sein, dass das dich ein bisschen fuchst momentan. Ja? Ich rede von der Fülle, von dem, was du da in deinem Geiste hast. Was du da in deinem Wesen, in deinem Geist drinnen hast. Da drinnen. Und das kann dir keiner nehmen. Das ist etwas, was nur du hast. Man kann dir alles wegnehmen, aber mit dem, was du da oben hast, mit dem Wissen, mit deinem Seelenweg, mit dem Wissen, was deine Seele alles gemacht, getan hat, kannst du das Wissen abrufen. Wenn dich das interessiert, kannst du dich sehr gerne bei mir melden und wir machen das bei dir und schauen dahin, was da drinnen ist bei dir. Und ich fühle bei dir, dass du da diese Fülle noch nicht bewusst bist. Ja, du siehst es nur im Außen. Du musst es aber nicht nur im Außen betrachten, was im Außen der Mangel ist und wirst du immer mit der Nase dorthin geführt, wo der Mangel ist. Ja? Herauszukommen aus diesem Mangel ist die Quintessenz, was in dir drinnen ist.
Und wenn du weißt, was in dir drinnen steckt, wirst du das im Außen bekommen. Okay? Da wackelt die Kamera gleich mit. So, und das ist dir schon langsam bewusst, ne? Und jetzt sprichst du mal mit dir selber. Du kommunizierst mal mit dir selber. Dann gehst mal in die Mäßigkeit mit dir selber. Ja, du lässt Dinge los und bekommst Dinge. Du lässt los und du bekommst. Du lässt los und bekommst. Das checkst du schon langsam schon, ja? Das ist dir schon langsam bewusst, dass du, wenn du was loslässt, ja, dass du wie ein Magier, eine Magierin bist, dass du dann etwas wiederbekommst, ja? Sei es positiv, sei es nicht positiv, ne? Das weißt du ganz selber, wie du deine Gedanken, auf das du deine Gedanken lenkst. Und in dieser Woche ist es wichtig, auf das, welche Gedanken du da hineinlegst, ja? Weil in dieser Woche haben wir zwei Königinnen und zwei weibliche Königinnen. Eine Königin der Stäbe, die weiß, was sie will, die hat ihr Zepter in der Hand. Und die Königin der Schwerter, die ist da, Viv, ne? Die hat Kopfweh. Ja, leidenschaftlich mit Kopf und Herz gehst du an deine Sache ran. Und du bist schon schwanger mit einem Projekt, weil wir haben hier die Herrscherin. Und das ist ein absolut, das wird finanziell lukrativ. Ich krieg's immer wieder rein. Also ich brauche eigentlich die Karten gar nicht mehr, weil es sagt schon alles hier. Du bist die Herrscherin. Du hast den Stern, die Sterne, die Überfülle. Das kommt zu dir. Aber du musst den Zepter in die Hand nehmen. Ohne dem geht nichts. Ohne dem geht nichts. Ohne der Zustimmung geht mal nichts. Okay? Also gib die Zustimmung dem Universum. Schreib in die Kommentare. Ich stimme zu, dass, was auch immer du haben möchtest, okay? Du stimmst zu und dann, okay? Du stimmst mal zu. Und dann schreibst du halt hin, was du zustimmst, okay? So, die Hohepriesterin, der König der Stäbe und wieder mal der Tod. Ja, zweimal der Tod in unterschiedlichen Kartendeck. Du musst lernen, Dinge loszulassen. Denke nicht im Außen, was alles vor deiner Nase liegt. Schau nach innen, was in dir drinnen steckt, okay? Weil das macht die Hohepriesterin ebenfalls. Die schaut nach innen. Die schaut und liest ihre Seele. Sie liest, was da drinnen steht, was ihre Seele zu sprechen hat. Die führt sie an. Das ist ihre Kraft, das ist ihre Stärke. Das ist die Stärke von der Königin der Schwerter, das ist die Stärke von der Königin der Stäbe, das ist die Stärke von der Hohepriesterin, das ist die Stärke in dir drinnen. Und dann haben wir eben den König der Stäbe, wir haben ein Pärchen. Wir haben hier in zwei unterschiedlichen Kartendeck die Königin der Stäbe und der König der Stäbe. Und das ist etwas, was natürlich magisch ist, weil das ist etwas, was einzigartig ist. Das ist etwas, was du jetzt in dieser Woche einzigartig erleben kannst. Gut möglich, dass du es mit ganz vielen Menschen in dieser Woche zu tun haben wirst, mit ganz unterschiedlichen Menschen. Ja? Egal, wo auch immer sie stehen, du wirst mit unterschiedlichen Menschen zu tun haben und du wirst aus jedem einzelnen Menschen wirst du dir etwas mitnehmen und lernen. Egal, ob du im Internet oder draußen im Supermarkt, auf deiner Arbeitsstelle, du wirst dazulernen. Und du wirst Aha-Momente haben. Ganz viele Aha-Momente. Moment, ich schreibe es gleich auf. Ich habe es aufgeschrieben, wollte schon weiter mischen. Hey, das ist ja lustig. Ohne einzuschalten, das wäre nicht gut gewesen. So. Ah ja. Das wollen wir. Genau das wollen wir. Genau so, nicht anders. Vor allem wünscht dir was? Energiearbeit, was ich gesagt habe. Das geht nur mit dem, dass du das machst in dir drinnen. Sei ehrlich zu dir selber, dann wirst du einen kontinuierlichen Fortschritt haben. Wage den Schritt. Wage es. Okay? Hier geht es darum, dass du etwas wagst. Sei ehrlich mit dir selber. Nur dann kannst du auch dorthin kommen. Wenn du nicht ehrlich zu dir selber bist, ne? Und das Energiearbeit heißt eigentlich nichts anderes. Ich bin ehrlich zu mir selber und zu meinen Mitmenschen, ja? Und was du dir wünschst, wird geschehen. Aber du musst es dir mal erst wünschen. Okay? Also, ihr wisst jetzt wie, ne? Ihr wisst wie. So, dann schauen wir mal.
Wauzi, Pauzi. Ah ja, da hat sich eine dazu gemogelt. Moment. Also nehmen wir die auch noch mit. Ui, der Wandel. Der Wandel hat sich hier mitgemogelt. Der Wandel. Also es wird sich etwas wandeln bei dir oder verwandeln oder umwandeln. Ja, und wieder die Wut. Seht ihr? Wieder Wut. Halleluja. Also ihr könnt in dieser Woche ein bisschen wütend sein, auf was auch immer. Da bitte reflektiert. Geld, ja, vielleicht seid ihr da wirklich auch wütend auf irgendetwas. Sternenbeiseit. Visionen. Die Zeit und die, ja, und die Action wieder. Tu es, wage es. Wieder. Wage es, tu es. Also geh in die Action, geh in dem hinein. Es wird Zeit, dass du dein Ruder selbst in die Hand nimmst, in dein Innerstes schaust. Und wie gesagt, wenn du dir hier Hilfe und Unterstützung möchtest, kannst du dich sehr gerne an mich wenden. Es geht nämlich um deine Vision, um deine Geldvision. Ne? So, welche Visionen hast du über Geld? Was denkst du über Geld? Was denkst du, wenn ein Mensch mit einer Limousine, mit einem Chauffeur aussteigt, ohne links und rechts zu schauen und du gehst da gerade vorbei? Was denkst du dir? Hey, wow, der hat es geschafft. Oder hey, hättest du noch besser aufpassen können? Ich stehe da auch. Du bist jetzt vielleicht nass geworden, weil das Auto an dir vorbeigefahren ist, ohne darüber sich zu entschuldigen, ja, dann geh hin und sag, hey, Moment, sie haben mich gerade nass gemacht, vielleicht wird sogar eine Geschäftsidee daraus, wer weiß. Deshalb kann man das nie wissen, ne? Also vielleicht kriegen wir das oft gar nicht mit, sprecht sie an. Und das ist Heilung. Hier kommt in dieser Woche kommt Klarheit. Also hier wird bitte Mund aufmachen, aber Mund aufmachen so, dass Heilung fließt und nicht Wut. Heilung bitte. Okay? Dein Lebensweg, deine Lebensweisheiten wirst du in dieser Woche entdecken. In dem Sinne wünsche ich euch eine wunderschöne, fantastische Woche. Ich freue mich, dass du dabei warst. Bitte meinen YouTube-Kanal nicht vergessen zu abonnieren, teilen, liken und kommentieren. Falls du neu dabei bist, alles Liebe, alles Gute von mir zu dir. Tschüss!